Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Edlerin zu einem neuen Part. Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Ich muss mal erstmal wieder reinfinden. Mal sehen, ob ich das Moderieren verlernt habe. Ja. Der letzte Part von Sims 3 ist schon etwas her. Genauso auch der letzte Part, den ich aufgenommen habe. Ihr habt natürlich was gesehen. Ihr habt was zu sehen bekommen. Ja, ich war verreist. Ich war beruflich weg und ja. Mal schauen, ob ich mir das Let's Play entwöhnt habe. Naja, wird schon nicht sein. Und da steht der Ruf der Zwergi. Der Sim Zwergi. Mal sehen, wie sehr mir das eine Woche wegbleiben geschadet hat im Moderieren. Ja. Schaltet mal bitte diese Musik aus. Ist doch blöd, Mann. Wieso habe ich mir überhaupt ein Radio gekauft hier in Sims? So, ich habe auch offscreen so ein bisschen in der Woche weiter gemacht und ein bisschen, ja, die Beziehung gefestigt. Ja. Ein bisschen in den Beziehungsalltag kommen lassen. Die beiden hier. Die Lilly und den Zwergi. So, im letzten Part haben wir uns da kennengelernt und wir sind eingezogen. Was? Was ist jetzt passiert? Freundschaftsminus? Das sollte doch ja nicht passieren. Und ich schlafe im Kissen. Was für ein Bug. Und da bin ich wieder. Bin mal eben durchs Kissen geditscht. Nee, ist klar. Am Tag in Sims. Also jetzt in Real Life ist es Freitag. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Wahrscheinlich noch am Freitag. Ich hoffe, ich krieg's noch am Freitag hin. Aber ja, hier ist Sonntag. Das heißt, auch vom Arbeitswegen habe ich in jeglicher Hinsicht frei. Also der Sim hat frei. Ich auch. Also kann ich aufnehmen. Ich bin auch wieder zu Hause. Oh, den meine ich jetzt gut. Wir freunden sich schon von selbst. Ganz von selbst. Muss gar nichts dazu tun. Okay. Das sieht nicht gut aus. Ich drücke gerade nichts. Die handeln auch ein bisschen von selbst. Okay. Der legt sich nochmal hin. Nochmal durchs Kissen durchglitschen. Nee, ist klar. So, der Lilly und ja. Sag ich mal guten Morgen hier. Schön die Augen blicken. Och, wie romantisch. Nicht weggehen, Zweck, nicht weggehen, nicht weg, 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 nein, nein, nicht weg. Was machst du denn? Lass doch mal die scheiß Musik aus. Lass doch mal diese Musik aus. Kümmere dich mal ein bisschen um deine Beziehung hier. Ein bisschen schmeicheln, ein bisschen romantisch massieren vielleicht. Ein bisschen die Beziehung. Die Musik endlich mal ausgeschaltet. Oh, sie hat Hunger. Dann sollten wir sie vielleicht mal essen lassen. Boah, nö. Beziehung gestärkt. Wer klingelt denn da an der Tür? Postbote wird es wohl nicht sein. Oha. Boah, wir machen weiter. Hier wird nicht gegessen. Hier wird erstmal ordentlich Liebe gemacht. Genauso. Oh, ja, die verspannten Knochen vom Schlaf heilen lassen. Dann lass er doch jetzt mal essen, Zwergi. Mann, was soll es denn? Reden könnt ihr danach im Essen. Sind doch noch alle im Schlafanzug hier, ihr beiden. Hier im Schlafanzug, okay. Ist ein bisschen spärlich ausgefallen. Ein bisschen wenig. Klamotterie, aber ich denke, das wird dem Zwergi gefallen. Oh. Da macht ihr doch mal was zu essen. Macht ihr was zu essen. Und du, ja, schaust aus dem Fenster. Ach, ein kleiner verträumter Typ, der Zwergi. Der ist ein kleiner verträumter. Und sie, wir können auch jetzt springen zwischen den Figuren, zwischen Zwergi und zwischen Lilly.
da die jetzt eingezogen ist, kann man das so machen. Ja, der macht da Musik. Oh Mensch. Zwei ist auch so ein Typ für sich. ja. Auch in jeglicher Hinsicht. Ja, den geht's gut am Sonntag. Oh, sie ist fertig. Oh, wer steht denn da am Fenster? Wer steht denn da am Fenster und guckt? Da hab ich doch wen gesehen. Da war doch wer. Da hat doch wer gespannt hier. Sie in ihren Schlafklamotten hier und da guckt jemand durchs Fenster rein. Gibt's doch nicht. Willst auch noch was essen? Von mir aus. Isst du auch noch was? Wenn sie ab, ach, sie putzt sich die Zähne, wie sich gehört nach dem Essen. Ja. Hä, wer macht denn hier? Habt ihr das auch gehört? Nehmen an, der Zwerg ist schön. Was macht sie? Setzt sich dazu oder was? Okay. Stellt sich dazu. Seltsames Verhalten. Kein bisschen creepy. Nö, alles in Ordnung. Alles ganz normal. Die hat natürlich ihr Handy im Flipper. Nee, ist da. Und mit wem telefoniert sie denn da? Genau. Ganz normal. Stellt sich vor ihren Freund in Unterwäsche und ruft sie einen anderen Freund an und plaudert. Nö, ganz normal. Nö. Na komm, mach mal ein bisschen was. Ein bisschen Flirting. Das Essen steht immer noch auf dem Tisch, aber von mir aus. Und der erste Kuss? War das der erste Kuss? War ein bisschen kurz für den ersten Kuss, oder? War ja ein Schmatzer, oder was? Und jetzt geht er weg. Geht er einfach weg. Das war tatsächlich gerade der erste Kuss. Der war ziemlich kurz. Okay. Okay. Der stellt sich daneben. Ach, Mensch. Mensch. Die sind ulkig. Was sind das für Küsse? Mann, ich bin in keiner Beziehung, ich kenne das ja nicht, aber in meiner Vorstellung, also so wie ich es gehört habe, so was man so sich sagt von Beziehungen, läuft das so ein bisschen anders ab, oder? Zwecki, dir geht's auch gut, oder? Was hast du die Fahrt gut verkraftet? Hast du, ist irgendwas passiert? Irgendwie. Das ist darum. Der Sim. Ja. Spaß hat er bestimmt. Okay, was macht Lilly da? Redet im Spiegel. Auf jeden Fall eine ganz normale Beziehung. Wir sind zwei ganz normale. Jedenfalls sollte da dann komisch sein. Und du bist dir sicher, dass es dir gut geht? Zwergi? Hallo? Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Ja, ich glaube, dem geht's gut. Okay. Verscheucht sie aus dem Bad? Okay. Geht pissen. Erstmal ordentlich pissen. Okay. Entspannter Sonntag, würde ich sagen. Sie duscht da, durchs Fenster sieht man es ganz gut. Das macht den beiden auch nichts aus. Dass man die Freundin durchs Fenster sehen kann. Ich zoome mal schnell hier ran. Hier.
Sie starrt aus dem Fenster. Sie, nö, genau. Die haben Hobbys. Jetzt unterhalten sie sich auf der Straße oder was? Oh, Kuss in aller Öffentlichkeit. Der nächste Schritt oder was? Okay, eine Tür. Ja, ich verstehe die gerade nicht so wirklich. Was ist los? Was hat er vor? Was hat der Stuhl? Der setzt sich auf den Stuhl. Brain AFK wieder im Raum sitzen. Mach ich auch öfters mal in meiner Freizeit. Wieso nicht? Wieso nicht? Kann man mal machen. Sie hat auch ihre Probleme, redet mit der Wand. Nee, Leute, das geht doch nicht. Das, war das schon immer so in Sims? Oder ist das hier seit neuestem? Okay, Herzchen, Sprechblase. Okay. Schön, was genau? Erster Kuss. An seinem ersten Kuss wird ein Sim noch lange zurückdenken. Der war nicht sehr lang. Erste Liebe. Zum ersten Mal so richtig verliebt. Hoffentlich hält das an. Also soll ich ehrlich sein, wenn so eine Liebe im echten Real Life laufen würde? Echter Real Life. Okay, ja. Echtes Real Life. Ich merke es selbst. Wenn das so wirklich laufen würde, ich glaube, das wird sich nicht lang halten. Boah. Alles Paletti. Ja. So kann man seinen Sonntag auch verbringen. Okay, was läuft hier? Oh, Antrag! Er hat einen Ring dabei. Willst du mich heiraten oder was? Scheint so, als ob sie will. Am Sonntag. Ja, sie will. Hier wurde gleich der Antrag gemacht. Okay. Musik. Mal auch nicht duschen. Frisch verlobt mit einem Ring am Finger sind das Ja-Wort und die ewige Liebe nicht mehr weit entfernt. Wir sind so circa seit einer Woche zusammen in Spielzeit, in Paarszeit noch kürzer. Und ja, wir haben gerade schon den ersten Kuss hinter uns. Wir haben uns ordentlich verliebt. Wir haben uns schon verlobt. Im nächsten Tag. Zwei ist ordentlich verliebt. Sieht man ihm an. Mehr oder weniger. Müde ist auch. Na dann, mach dich Bett fertig. Der Tag war lang, es ist viel passiert. War sehr, sehr viel passiert. Kann man so sagen. Backst du wieder durchs Kissen oder was? Ja, ordentlich. Einmal ins Kissen backen. So muss es sein. Okay, er schläft nicht, er pennt irgendwie nur. Leg dich schlafen. Okay, so, jetzt pennt er. Und was mit Lilly? Ja, die macht noch ein bisschen Mucke, während der Zwerg da drüben schläft. Wenn's für euch okay ist. Ja, sie findet den Zwerg auch ganz toll. Ja, steht wieder auf. Oder was? Okay. Was geht? Was mit ihm? Mach das Bett. Hast ausgeschlafen oder was? Es ist Mitternacht. Du hast nicht ausgeschlafen. Nein. Was machst du? Lass mal Zeitung. Ja, mache ich auch so manchmal um Mitternacht, wenn ich Spaß dran habe.
stehe ich nachts so auf, so um Mitternacht und lese erstmal ein bisschen Zeitung. Warum nicht? So, jetzt liegen sie endlich beide mal wieder im Bett. Um 0.50 Uhr sind sie dann langsam eingeschlafen. So, dann ist die Nacht, dann sie steht wieder auf. Es ist sie wieder hier so. Oh, oh, oh. Was? Ich meine, die Musik ausschalten, sonst kann man nicht schlafen. Ja, ordentlich. So, Dummich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpasst wollt. Huh, das war schnell. Habt's noch einen angenehmen festlichen Tag, hab ich doch schon gesagt. Egal. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Sims-Part. Oder bis zum...